Geh in irgendeiner Stadt, in einem Land deiner Wahl, in eine expedive Psychiatrie oder Reha-Klinik, die dir zugänglich ist. Wenn du da am Empfang angekommen bist, fahre nach jemandem, der sich selbst den Halter der Klarheit nennt. Der Angestellte wird nun über sein Leben sinnieren, mit Insiderwitzen und Anspielungen, die nur er versteht. Währenddessen wird er in die Richtung des Freizeitbereichs der Anstalt begeben. Er wird eine Luke öffnen, die sich unter einem Tisch befindet und mit einem grimmigen Gesichtsausdruck hineinfallen. Du wirst in das Loch schauen und lauter verschiedene Lichter aufblitzen sehen. Sie werden dich aufregen und verwirren. Nichtsdestotrotz musst du hinuntersteigen. Die Halle scheint sich ins Unendliche zu erstrecken. Die Lichter flackern gelegentlich auf und du wirst kleine fliegende Dinge sehen, die um dich herumschwirren. Die Luft wird von einem lauten Brummen erfüllt werden, das dich nicht einmal deine eigenen Schreie hören lässt. Geh einfach weiter. Sollten die Dinger irgendwann plötzlich stillstehen, dann musst du laut ausrufen: Sie können nicht wissen, dass ich hier bin, denn ich habe meine Spuren verwischt. Sollte die Stille weiter anhalten, dann ist es bereits zu spät. Wenn sich das Chaos wieder erhebt, musst du weitergehen. Irgendwann wirst du auf eine Tür stoßen, du kannst ihren Griff ertasten und trittst ein. Der Raum wird sich ins Unendliche erstrecken, nur der Boden wird noch da sein. Du wirst einen Mann sehen, der über und über mit Nägeln und Fehlern gespickt ist. Sein Mund steht offen, seine Lippen sind mit Nadeln an sein Gesicht gepinnt. In seinem klaffenden Mund ist ein Pflock reingehauen. Seine Zunge wird sich bei deiner Ankunft finden und rollen, und seine Augen werden dich panisch untersuchen. Er wird nur auf eine einzige Frage antworten: Warum nehmen sie Gestalt an? Seine Augen werden dich fixieren, und seine Zunge wird stillstehen. Gurgelnden, schauderhaften Stimme wird er dir sowohl die Entstehung als auch den Sinn jedes Objektes verraten. Aufgrund seiner Beschreibung wirst du nach jedem gesprochenen Satz erbrechen müssen, wenn du nicht sogar wahnsinnig davon wirst. Du wirst ein rostiges, gebrauchtes Filetmesser in deiner Hand vorfinden. Damit musst du ihm seine Zunge rausschneiden, ungeachtet seiner grausamen Schreie, die sich in deine Seele brennen werden. Er wird sehr mitleidserregend aussehen, aber du darfst ihm auf keinen Fall helfen, sonst wirst du mit ihm den Platz tauschen. Seine Zunge ist Objekt 28 von 538. Sie werden aufeinandertreffen und nur du weißt warum.